Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Batman Arkham Origins Freunde. Mein Name ist Batman. Ja, und hier bin ich ja beim letzten Mal zweimal gestorben, irgendwie ein bisschen unglücklich und so. Und ich habe das jetzt schon ein bisschen vorgespielt, so könnte man das sagen. Und es ist eigentlich doch leichter, als man es vorher gedacht hatte. Also im Grunde genommen kann man hier, ich versuche das hier nochmal eben so zu zeigen, mit solchen Aktionen, also einfach so einem Gleittritt, reinspringen. Ja, natürlich, das war natürlich jetzt nichts. Also, dass man mit so Gleittritten die Leute irgendwie da außer Fassung bringt, eben niederschlägt und dann wieder von oben irgendwo angreift und so, das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. Und so habe ich eigentlich auch die ganze Bagage da unten jetzt ausgeschaltet gehabt. Und so werde ich das jetzt auch diesmal noch probieren. Jetzt sind die beiden, bleiben relativ blöd nah beieinander stehen. Müssen wir versuchen, dass die sich ein ganz klein bisschen trennen. Umso weiter die voneinander entfernt sind, umso leichter ist es eigentlich, die auszuschalten, ja. Also es wird schwieriger einfach, wenn die nah beieinander bleiben. Sagen wir mal, ab und zu geht schon mal einer nach unten in eine andere Etage oder sowas. Im Moment stehen die aber doch noch relativ nah beieinander. Zwei Leute sollte man theoretisch schon ausschalten können, aber ich versuche das jetzt mal so ganz relaxed zu machen, wie ich auch die anderen Gegner da ausgeschaltet habe. So, der ist jetzt wirklich weit weg da hinten. Dann gebe ich mich mal auf eine erhöhte Position und mache hier diesen Gleittrittangriff. Yeah, da komme ich. Und ich springe genau vor das Kanonenrohr. Das habt ihr auch noch nicht gesehen, oder? Oder ich zumindest habe das auch noch nicht so gesehen. So, da ist der letzte. Vielleicht klappt ja diesmal nochmal mit der Demonstration. Könnte sein, dass er mich hat vorbeifliegen sehen. Na komm, geh hoch. Hoch hier. So, Gleittritt und rein da. Und das halt möglichst immer dann machen, wenn euer Gegner nicht damit rechnet. Bleib liegen, mein Freund. So, und jetzt geht's weiter quasi mit dem Infiltrieren des Schiffes. So hieß die letzte Folge bei Saraza. Habe ich vorhin auf Facebook gesehen. Der Let's Play das ja auch nur mit 50.000 Mal mehr Zuschauern als ich. Aber was soll's? Wir sind hier bei der Final Opfer. Ich gehe einfach mal rein, oder? Was meint ihr? So, was habe ich hier? Schnell ausschalten, überall null Bonus und so, glaube ich, bekommen, oder? Weil ich das 100 Mal fähiger Wertung, die fähiger Jäger am Arsch. Da hätte jetzt nur stehen müssen, Batman im Arsch. Das hätte wahrscheinlich besser gepasst. Ich finde eigentlich, von der Beleuchtung ist das Ganze relativ platt noch geraten. Dafür, dass hier alles mit DX11 und bla bla bla, oder? So, die Beleuchtung ist noch relativ konsolenlike, finde ich eigentlich. Naja, wollen wir hoffen, Xbox One und PlayStation 4 stehen ja vor der Türe. Wollen wir hoffen, dass das dann in Zukunft auch nochmal alles besser wird. Auch hier beim PC-Port. So, rein da. Hoffentlich Zwischensequenz. Ich trinke dann in der Zeit mal was. Entschuldigung. Auf Batman! Was will eine Fledermaus bei einer Messerstecherei? Ich hab dein bescheuertes Cape so hier. Satt! Hier, ich hab hier so Batarangs. So, da kann ich euch das hier so hier. Guck mal. Jetzt wollte ich zu cool sein. Und Knockout! Ach, der hat ein Messer. Du hast ja ein Messer, oder was? Wow! Bam! Kopfnuss! War jetzt nicht so toll gemacht. Kann ich irgendwas hiervon mitnehmen? Der Pinguin richtet eine Art Kampfsportturnier aus. Da muss ich unbedingt hin. Oh ja, Kampfsportturnier, da sind wir dabei. Vielleicht kann ich einfach ein bisschen zugucken. Shotguns und so. Also Batman ist definitiv schon eine coole Sau, oder? Da gibt's jetzt nichts. Wobei der letzte Batman-Film mir persönlich nicht so gefallen hat. Den fand ich irgendwie low. Die beiden davor waren ja mal mega, mega, mega. Guten Abend, kann ich zugucken oder? Das ist so geil. Ich geh mal einfach so da rein, ey, was soll das? Ich
12-fach, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Riesenkombo, Monster, Mörder. Noch irgendeiner da? Scheiße. Kombo. So, in your face, meine Freunde. Ihr seid alle ziemliche Luschen, muss ich wirklich sagen. Keine Bedrohung für mich. Denn ich bin die einzigst wahre Fledermaus hier im Raum. So, weiter geht's. Dupidupidu. So, dupidu, wo kommt der Fight? Alle Mann auf Deck 4 achtern melden. Der Maschinenraum wird geflutet und muss leer gepumpt werden. Was? Pronto. Deck 1. Dupidupidu. Das sieht hier, was ist das denn? Was soll das sein? Kann ich da reinspringen oder bin ich dann direkt tot oder was? Direkt tot. Okay. Oder zumindest, das ist auch was. Batman kann nicht schwimmen. Batman kann nicht schwimmen. Haben wir nicht so eine Batclaw? Doch, doch. Kann man das nicht damit heranziehen dann? Ne, anscheinend nicht. Muss man das zerstören? Was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. So. Achtung, die Fledermaus kommt, meine Freunde. Smackdown. Oh, das war zu früh mit dem Mantel. Ah, passt. Mann, was soll das? Hey! Tschüss zu deinen Zähnen! Sind die besser geworden oder bin ich so schlecht geworden? Ich will meinen Anmacher! Was willst du? Steh auf! Steh auf! Wo ist der Pinguin? Naja, ist ja auch egal. Von da bin ich gekommen, oder? Was ist das? Ein Floß. Ein Floß für Wartungsarbeiten. Kann mittels der Batclaw und Ankerpunkten in der Nähe fortbewegt werden. Na, sehr toll. Muss ich jetzt da hinspringen, oder was? Juppie! Oder konnte ich das mit der Batclaw heranziehen? Das ist so geil. Batman kann nicht schwimmen. Batman kann nicht schwimmen. Das Batman erinnert so ein bisschen gerade an Catman, oder so? Die Katzen können auch nicht schwimmen oder scheuen Wasser. Aber Fledermäuse? Na, aber das gab's ja schon in den alten Spielen, dass er das nicht konnte. Glaube ich zumindest. Also ich meine, da hätte es zumindest auch hier solche Sequenzen gegeben mit dem, oder? Bilde ich mir das nur ein. Smash-Button, Smash-Button. So, wohin? Ankerpunkt, okay. Zieh, Batman! So, okay. Wuhu! So, nett gemacht. Oh, guck mal hier. Auch mal Beleuchtungseffekte der nicht ganz so schlechten Art und Weise mit Partikeleffekten und sowas. Und ja, nicht so schlecht. Schon Schlimmeres gesehen. So, ich vermute, wir kommen zu Deck 2 und so langsam dem Fight ein bisschen näher. Hört ihm in die Flöten! Hier wird schon ein bisschen gekämpft im Kesselraum. Mehr hast du
mich drauf? Na gut, lasst von euch zukünftigen Losern. Ich geh mal einfach rein, oder? Was soll das immer mit dieser Heimlichtuerei und so? Nee, geht nicht auf. Ich bin verschlossen. Was ist hier? Au! Was soll das? Klingt, als ob der Pinguin in seinem Büro ist. Tracy sollte wissen, wo das ist. Ich bringe sie zum Reden. Was soll ich jetzt hier machen? Irgendwas kaputt machen oder was? Ich bin auch so doof. Ich renne jetzt so lange da durch, bis ich da durch bin. Wuhu! Wuhu! Das ist doch auch was hier mit diesen Dampfauslassventilen. Das ist ja wie bei Super Mario, dass man irgendwie warten muss, bis man so weiter rennen darf. Ich mach das auf die ganz langsame alte Schule. Aua. So, Personal only. Das muss ich wahrscheinlich... Nee, hier nicht. Das Ding, so. Zieh, Batman! Zieh! Ah, guck mal hier. Das sieht doch cool aus, oder? Können wir mit den Flugzeugen drin. Also cool aussehen tut schon. Guten Abend, die Damen und Herren. Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Ah, komm her, du. Und ihr verdient ein angemessenes Willkommen, oder Jungs? Du hast mir gerade eine Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um, dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Oh ja, schon klar. Ich glaube, Eddie Blonde würde mein Herz wieder in Gang bringen, nicht du, Fettklops. Suche nach Black Mask. Wo ist er? Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Arschkriegen. Electrocution, das ist deine letzte Chance. Er sieht irgendwie gefährlich aus, oder? Also, Batarangs interessieren ihn nicht, könnt ihr sehen? Okay, das sieht irgendwie nicht gut aus. Wow, in your face! Was denn, das war's? Oh Gott, bin ich genial! Wo der Pinguin ist! Na gut, ihr lausigen Mann! Verdient euch euer Abendessen! Warum kommt die Kleine nicht und macht es selber? Sind ganz schön viele hier, muss ich sagen. Ey, die haben ja alle Waffen. Das sein. Mann, jetzt mach dich mal aus dem Weg, Batman, ey, Alter. Ich glaube, ich sollte mal mehr ausnocken irgendwie. Jetzt
Ey, das mache ich mit dem Klingenducken, ich schwöre. Das funktioniert gar nicht. Oder vielleicht nicht da an der Ecke. Mann, das geht mir auf den Sack mit euch Messer-Heinzies, ey. Wieso hat er den jetzt nicht ausgenockt, ey? Also, wer ist die Alte? Kennt man die eigentlich? Außer anderen Spielen oder was? Wer ergibt sich denn hier? Kann ich irgendjemand verhören oder was? Wer du? Du! Du! Rede! Von mir hörst du nichts! Ein wenig mehr Druck und ich zerquetsch dir den Kehlkopf. Also? Na gut, na gut! Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem. Lief eindeutig besser als das letzte Verhör. Gelang in das Büro des Pinguins. Okay. Charaktertrophäe freigeschaltet. Elektrische Nylohre, was? Tracy. Pinguins Assistentin. Ja. Schön, gerissen und zäh. Ah, kann ich nicht, nie gehört. Mistvieh. Kann ich hier mal irgendwas verbessern oder was? Keine Verbesserung verfügbar. Ne, toll. Wo ist der Typ, den ich sofort ausgenockt habe mit den Elektrohandschuhen? Der Pinguin wird wissen, wo ich Black Mask finden kann. Der Electrocutioner weiß bestimmt nichts Nützliches. Ein Paranoiker wie Black Mask würde einem Großmaul wie ihm keine Geheimnisse anvertrauen. Wenn ich Sionis finden will, muss ich erst den Pinguin finden. Der Idiot weiß rein gar nichts. Am wahrscheinlichsten finde ich Black Mask über den Pinguin. Okay, schade. Ich habe gelesen, man bekommt nämlich auch so Elektrohandschuhe. Ich habe gedacht, das wäre jetzt die richtige Zeit dafür. So, ich gehe mal hier noch ins Exit hinein. Guck, wo Tracy ist. Ich bin ja kein Kostverächter. Vielleicht steht hier auch Verkleidungsspielchen. So, wo muss ich her? Ankerpunkt. Ah, okay. Was soll das, was war das jetzt? An der die Fernlenkralle angebracht werden kann. Ja, und dann? Was mache ich damit? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. So, das wäre jetzt eigentlich auch mal wieder der richtige Zeitpunkt, um das Gameplay zu beenden für heute. Also, keine Ahnung jetzt. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie ihr es gewonnen habt. Ich kann jetzt nur sagen, es war ganz toll und ganz fantastisch. Ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Und es war so wunderbar, dass ihr zugeschaut habt. Also wenn ihr nicht zugeschaut hättet, dann hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst, wer sonst da hätte zuschauen sollen. Und das begeistert mich so dermaßen, dass ich hier an einem Speicherpunkt bin. Und zwar Zugangskorridor zum Deck. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich wirklich heute Ende. Wie immer sind rund 20 Minuten, glaube ich, jetzt geworden. Wir haben ein bisschen was gesehen, wir haben ein bisschen einem auf die Fresse gehauen und eine hübsche Blonde war mit dabei und so. Und ich hoffe, das war ganz okay für euch. Danke an alle, die bis zum Ende zugeschaut haben und überhaupt Bock haben, noch einem älteren Let's Player, der eigentlich schon fast mit YouTube abgeschlossen hatte, zuzuschauen. Und danke dafür, bis zum nächsten Mal und haut rein.